Herzlich willkommen hier beim Bramfelder SV. Wir sind Robin Polzin und Lars Lüde-Lüdemann. Wir tippen für euch jetzt den Spieltagstipp in der Hansa-Staffel. Und wir fangen gleich mit der ersten Begegnung an. Und das wäre Samstag Meindorf gegen Rahlstedt. Ja, Rahlstedt neu in der Liga, natürlich ein Underdog, aber trotzdem fußballerisch gut drauf. Meindorf gut verpflichtet. Ich tippe auf ein 2-2. Da kommen wir zur nächsten Begegnung, auch am Samstag. Altengamme gegen Voran Uhe. Was sagst du, Robin? Ja, Voran Uhe letztes Jahr auswärts schwach, Altengamme heimstark, 2-1 für Altengamme. Also ein Heimsieg für Altengamme. Dann haben wir Sonntag Bergstedt gegen Buxtehude, ein Absteiger aus der Oberliga. Ja, richtig, aber ich denke, dass Bergstedt ihre Heimstärke aus der letzten Saison und die Euphorie mitnimmt und da mit 2-0 gewinnt. Jedenfalls wieder ein Heimsieg. Dann haben wir um 15 Uhr Dersimspor gegen Condor 2. Dersim natürlich mit einer der Favoriten der Liga, wird sich, denke ich, gegen Condor 2. keine Blöße geben und 3-0 gewinnen. Als nächste Partie haben wir TuS Berne gegen Lohbrücke. Ich glaube, TuS Berne ist auch ein Aufsteiger, wenn ich mich nicht täusche. Auch ein Aufsteiger, auch sicherlich euphorisiert, aber ich denke, dass Lohbrücke dort mit 2-0 gewinnen wird. Also 0-2. Dann haben wir eine Grandpartie, der FC Elazığspor zu Hause gegen ebenfalls einen Oberliga-Absteiger, Club Kosova. Richtig, auch auf dem Grand. Elazığ auf dem Grand ist immer eklig. Deswegen denke ich, wird das Unentschieden 1-1 ausgehen. Und dann haben wir noch Traditionsverein FC Bergedorf 85 zu Hause gegen Juventude, ebenfalls ein Aufsteiger. Ja, bleibt abzuwarten, wie Juventude sich im ersten Spieltag schlägt. Deswegen denke ich, dass Bergedorf dort 2-1 zu Hause gewinnt. Und zu guter Letzt natürlich unsere Partie, Bramfelder SV am Freitag gegen SV Nettenburg à la Mö. Ja, letzte Saison hatten wir zu Hause gegen SVNA nicht so wirkliche Probleme, bei denen schon mehr. Denke trotzdem, dass wir dieses Jahr nichts anbrennen lassen und mit 3-0 gewinnen werden. Stimme ich voll zu. Wir sind Robin, Polzin und Lars Lüde-Lüdemann.